Hallo und willkommen zu einem weiteren Türchen des Engel-Adventskalenders. Und wir haben heute den Tag der Wintersonnenwende, den kürzesten Tag, die längste Nacht und die Wiedergeburt des Licht. Und ich ziehe deshalb aus einem besonderen Orakel eine Karte für uns alle. Und ich habe hier Orion Activation, Supernova Recreation Renewal Rebirth by Light. Ja, und das ist ein energetisches Tor, das sich heute für uns öffnet, was nicht nur die Wiedergeburt des Lichts im Jahreskreis ermöglicht, sondern für einen jeden von uns, der heute zuschaut, eine Wiedergeburt des Lichts ermöglicht, eine Wiedergeburt des inneren Lichts, ein Reboot, Erneuerung und ja, von dem her eine sehr schöne Energie, eine sehr, sehr schöne Karte für einen jeden, der sich wünscht, dass sein Leben lichtvoller wird, leichter wird. Und jeder, der möchte, darf sich heute mit dieser Energie der Wiedergeburt des Lichts verbinden und das eben auch für sich und für sein Leben beanspruchen. Ja, ihr Lieben, das war die Botschaft für heute, für den Tag der Wintersonnenwende und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Viele Türchen sind es nicht mehr, bald ist schon Weihnachten da und ich hoffe, wir sehen uns noch für diese letzten drei Türchen. Alles Liebe! Und vom 25. Dezember bis 5. Januar gehen wir wieder durch die 12 heiligen Nächte, die Rauhnächte, die uns so schön vom Alten in das neue Jahr geleiten. Und es gibt auch in diesem Jahr wieder die Aktion des gemeinsamen Orakels. Da bekommst du für jede Rauhnacht jeden Tag eine E-Mail mit dem Thema des Tages, dem Monat im neuen Jahr und auch einem Orakelvideo, wo ich aus drei Decks Karten ziehe, wo du dann, wenn du möchtest, auch noch mit orakeln kannst, unten drunter kommentieren kannst, dich mit anderen austauschen kannst und diese Aktion, die fließt in den Weiterbestand dieses YouTube-Kanals hinein. Von dem her, wenn dich das interessiert, findest du den Link unter dem Video. Und ich freue mich natürlich, wenn ganz, ganz, ganz viele Leute bei dieser tollen Aktion mitmachen. Alles Liebe!